Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von The Forest. Wir laufen hier gerade ein bisschen entspannt bei den Moloks vorbei. Da kenne ich nichts und da ist auch eine Echse. Echse! Wir haben in der letzten Folge tatsächlich endlich nach 10 Jahren die moderne Axt gefunden. Wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Da hinten sehe ich schon unser wahnsinnig wunderschönes Baumhaus. Wir laufen nämlich gerade nach Hause. Und ja, entweder wir bauen jetzt noch ein bisschen was an unserem Zuhause, aber ich weiß gar nicht, was man groß bauen könnte. Oder wir gehen tatsächlich auf die Suche nach der Kettensäge oder so. Denn die könnte man auch noch gebrauchen. Wir können auch noch mal ganz kurz gucken, wäre vielleicht eine Idee, ne? Was man noch alles braucht. Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, Leute. Also, wir machen uns auf den Weg, die Kettensäge zu finden. Und zwar waren wir in dieser Höhle tatsächlich schon mal, wo sie angeblich sein soll. Da waren wir nämlich drin, als wir noch keine Kletteraxt und noch kein Tauchergerät hatten. Und ja, dann konnten wir natürlich nicht weiter, logischerweise. Wo war das Cockpit nochmal links? Oder? Also hier rechts war nicht, oder? Ja, genau. rechts war das Cockpit, ja. Okay. Auf jeden Fall gehen wir jetzt nochmal in die Höhle rein und müssen natürlich dann halt schauen, dass wir die Kettensäge eventuell finden. Das wäre sehr, sehr geil, denn ich habe den Kommentar gerade nochmal durchgelesen von Minecraft Bro. Der hat nämlich geschrieben, dass wir den verbesserten Bogen, verbesserte Axt, Speer und Kettensäge und Timmys Spielzeug noch unbedingt brauchen. Und wir haben den verbesserten Bogen, wir haben die verbesserte Axt. Timmys Spielzeug, okay, da weiß ich nicht, ob wir hundertprozentig alles haben. Aber ich weiß noch nicht, ob wir hundertprozentig alles brauchen. Oder auch, ob da ein Teil schon ausreicht. Ich weiß es nicht. Gerne nochmal in die Kommentare. Aber ich denke, das kriegen wir auch noch hin. Da fliegen wieder Stühle rum. Die Moloks sind irgendwie ausgestorben, oder? Ich habe ewig keine mehr. Ja, das solltest du jetzt nicht sagen. Real, ich weiß schon noch, wo die Höhle war. Die war da hinten. Das weiß ich auch noch. Lol, ich habe ihn getroffen. Ja, bringt aber nichts. Ja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt die Kettensäge auch noch haben, haben wir so gut wie alles. Und jetzt war noch ein bisschen weiter, Flo. Ich weiß auf jeden Fall noch, wo die Hülle war. Ich kenne mich da, glaube ich, noch mal. Wenn ich das in Erinnerung habe, war die hier hinten. Gehen wir einfach mal hin. Stimmen. Oh ja, ich bin in dir drin. Also, wenn wir die Kettensäge jetzt gefunden haben, dann haben wir eigentlich schon so ziemlich alles, was wir brauchen. Müssten uns natürlich grob noch ein bisschen darauf vorbereiten, damit man halt ein paar Off-Bomben parat hat, ein paar Rüstungen, die man dann anziehen kann gegen den Boss, die man eben im Inventar einfach rumliegen hat und die erst dann anzieht, wenn man sie braucht, gegen den Bossfight oder was auch immer. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, let's go in den Kampf. Gehen wir Tauchgerätseite oder Kletterachsseite? Ja, die. Das die war gleich hier. Warum sind wir da nicht runtergesprungen? Da kann man doch runterspringen. Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht kommst du dann nicht mehr hoch. Ah, stimmt. Hochkommen tust du dann schlecht, ne? Richtig. Aber runterspringen kann man auf jeden Fall. Vielleicht kommst du nicht mehr hoch und es geht noch weiter mit der Kletterachs runter. Links würde ich eher lang gehen. Für den Anfang. Sicher? Weiß ich nicht. Immer von links nach rechts ist die beste Idee, finde ich. Aber rechts vor links eigentlich noch. LOL! Ja, da würde ich nicht runterspringen. Doch. Als ob du da jetzt runterspringen. An der Seite. Ich lauf, also über Seil. Oh, meine Fuck ist aus, aber geht auf jeden Fall. Mich wundert es, dass hier. Wo sind denn die Mobs? Halt dein Mund, Alter, die kommen schon noch. Guck, da fliegen wieder Beine. Da ist Wasser, und das sieht nach einer Spinne. Da ist die Kettensäge. Als ob. Es war. Ja, lass pissen. Es war einfach. Lass pissen, ich würde jetzt nicht weitergehen, oder? Natürlich. Wir haben ja jetzt schon die Kettensäge sehr lange. Wo ist denn die? Ah, hier. Rechts oben. Ja. Treibstoff, oh, jetzt brauchen wir auch mal Treibstoffkanister. Geil. Lol. Krass. Es war leicht, wirklich. Das war, also siehst du, links war doch die richtige Entscheidung in dem Fall. Warum? Ja, weil sonst hätten wir die jetzt nicht direkt gefunden. Alter, ist das eine fette Höhle. Ey, deswegen sag ich ja. In dem Wasser sind ja oft Spinnen.
Ja, aber das Ding ist, sonst wäre es ja unverdient, ne? Meinst du? Vielleicht können wir auch hier. Hey, hier muss doch noch irgendwas sein, wenn hier so richtig fett ist. Ne, vielleicht sind wir nur durch einen klugen Eingang gekommen. Wir kommen nicht. Warum kommst du denn? Du musst die kommen lassen. Wir gehen doch wieder. Oh. Hilfe. Wo? Ist das da hinten eine Spinne oder was ist da? Ich sehe. Ist diese andere Fette? Nichts. Ja, ohne die Fackel sieht man echt nichts. Das ist aber scheiße, mir anzumachen, auszumachen, anzumachen. Hier ist noch einer, hi. Ja, der kommt aber hier nicht hoch. Oh, Ritze. Warte, ich kill den mal. Noch einer hier. Ey, der killt mich, der killt mich. Was? Bin fast tot. Warum gehst du auch auf ihn drauf? Du sagst selber zu mir, ich soll da nicht drauf gehen. Ja, ich weiß, aber der regt mich auf, weil sonst kommt er am Ende noch von hinten. Und ich habe einmal daneben geschlagen, dann hat er mich zweimal gehittet. Ja, bleib einfach hier oben. Komm. Ich komme da nicht hoch, ich bin nicht so begabt im Bergsteigen wie du. Mal hier hochkommen, die Lappen nicht. Da sind zwei noch. Na, guten Tag, meine Herren. Was geht denn so ab? Ja, okay, dann lass. Warte mal. Ey, diese Fackel, ne? Die kotzen mich sowas von an. Ja, mich gerade auch wieder. Okay, dann lass jetzt drauf mit der Fackel jetzt. Auf warte. Die linken hier? Hier, oder hier, auf hier, die hier. Down. Oder das im Wasser. Ich würde da nicht weitergehen, da ist irgendwo. Da warte, beschütz. Alter, diese Fackel, die kotzt mich so an. Das Ding ist, ich sehe halt nicht. Ja, wir laufen jetzt einfach an denen vorbei. Ich glaube, das ist nicht gewollt, was wir hier machen. Wir sind gerade irgendwie in einem Felsen gewesen. Das ist alles gewollt, was wir hier machen. Wir laufen einfach vorbei. Aber hier muss doch irgendwas sein, wenn hier tausende Moloks sind, Alter. Nee. Was ist ja nicht. Oh. Hörst du es auch schon? Ja. Die Lust. Ich bin ein bisschen weiter hinter dir, aber es geht schon. Der ist so ein Fetter, ne? Nee, nee. Doch, doch, der unser Zuhause zerstört hat und uns mit zwei Schlägen mal beide gekillt hat. Der mit den Rüsseln. Warte, ich will jetzt mir schon. Geh nicht so weit rein. Ja, da, da ja. Ist er, da ist er. Ja, bleib zurück. Molotow, gegen den wirklich. Oder Dynamite. Dynamite. Ich mach ja. Molotow. Ich kann nicht so weit werfen. Meine Fackel ist ausgegangen. Ich kotze. Und Moloks sind auch da. Ich habe ihn nicht getroffen. Perfekt. Die Moloks sind auf uns aufmerksam geworden. Wo? Oh hey, mein komm. Gott. Ah! Der Fette auch, der Fette auch. Wir haben ein Problem. Okay, zurück. Jetzt werden wir sterben. Oh, ja, was sollen wir jetzt machen? Wir haben nicht gefickt. Gespeichert. Spring wir runter. Wir sind gefickt. Ich bin tot. Bin tot. Der Ding ist runtergesprungen. Ja, du musst hoch. Ich bin tot. Du musst mich aufheben. Ich lieg da. Ich werde jetzt gefressen von dem Moloks, ne? Du wirst gar nichts. Doch, man kann gefressen werden. Ja, ich bin aber da. Ach so, du bist schon. Der Fett ist einfach runtergesprungen. Ich hab schon gesehen, der ist dir hinterher. Lol, und der springt auch runter. Perfekt. Die bringen sich einfach selbst um. Alter, das war dieser Fette, ne? Easy, Alter. Der ist so schlimm. Wir gehen durch die Höhle durch, ohne irgendwas zu machen. Wir sollten speichern, oder? Ja, mach mal bitte. Nee, ich hab die Fackel. Ach so, ja, warte, stimmt. Gott. Aber ich bin fast tot, ne? Nur das ist voll. Ja, hast du Medizin genommen? Ja, aber. Das braucht wir haben keine Stöcke, ja. Als ob. Warte, wir müssen hier, muss doch irgendeiner liegen. Ein Stock, ne? Ein einziger Fickstock. Wie der da unten rumschreit. Ist auch logisch, dass das Seil einfach durch Steinen geht. Ja. Ich gehe auch durch Steine. Und die größere Frage ist jetzt, wo sind wir hier? Weiß ich nicht, wir müssen halt einfach heimlaufen. Ja, wo ist unser da, ne? In die Richtung. Ja, da.
Oh lol, das ist ja schon gleich. Hä? Nicht schnell rennen, nicht schnell rennen. Hä? Seit wann ist da eine Höhle? Dachte ich mir gerade auch. Lol. Geil. Wir haben einfach bei uns eine Höhle und wissen davon nicht, wie wir immer darüber reingehen. Hä? Speichern, wie? Schnell. Faszinierend. Faszinierend, wow! Und schlafen. Hä, das war. Aber bei uns ist einfach eine Höhle und wir wissen davon nichts. Und in der Höhle ist halt einfach die Kettensäge. Wir sind von hier einfach gar 20 Kilometer gelaufen und hätten auch da reingehen können. Naja, aber das aber dann hätten, ja, wir, ja, hätten wir die voll umbringen müssen. Alle, und der, ja, Typ lebt vorhin noch, der ist jetzt einfach nur runtergefallen und hat sich alle Beine gebrochen und stirbt jetzt jämmerlich. Naja, und. Verdient. Schon nicht mal ein Problem. Ne? Weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Essen. Ich will die Kettensäge ausprobieren, Alter. Stimmen. Stimmen. Okay. Oh, nein, 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 nein. Guck mir das an. Komm. So. Nimm den Baum, ja. Komm. Oha. Ja, damit kann man echt voll schnell Bäume fällen. Und wie viel Sprit hat's verloren? 5%. Ja gut, Leute, also es ist ein kürzerer Part, aber der Flo, der muss jetzt auch leider weg. Und wir haben heute auch ein bisschen später leider angefangen. Das war meine Schuld und deswegen ist es jetzt gar nicht so schlimm. Dann hören wir einfach auf. Meine Kettensäge haben wir instant bekommen. Der Part ist halt jetzt ein bisschen kürzer. Kann ich auch nichts machen. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Also es ist tatsächlich so, leider Gottes. Ich habe hier von Timmys Spielzeug fehlen mir nur noch die Beine, aber da gibt's zwei Beine. Also das heißt, es gibt ein Bein, was man finden muss, und ein anderes Bein. Also es ist nicht so, dass man sagt, es ist zusammen, es hängt zusammen, sondern man muss die einzeln finden. Und das wäre jetzt zu aufwendig für die heutige Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Ansonsten, wie gesagt, gerne gesehen in den Kommentaren noch weitere Tipps. Wenn ihr sagt, okay, ihr habt tatsächlich schon sehr, sehr viel und auch sehr, sehr schnell geschafft, was auch immer. Aber was ihr tatsächlich noch holen müsst, das wäre das und das. Das wird uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da noch ein paar Tipps gebt. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge mit dem Spielzeug. Und in der übernächsten und überübernächsten gucken wir, dass wir so langsam uns auf dem Weg Richtung Endboss machen. Dass wir uns noch ein bisschen vorbereiten, vielleicht mit Haftbomben, bla bla bla. Und ja, dass wir dann halt irgendwie die Höhle finden, da mal hingehen und ich glaube, das wird ein langer, langer Weg vom Eingang der Höhle bis zum Endboss. Also ja, das dauert schon noch ein bisschen, aber das kriegen wir alles hin. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da, schaut auf jeden Fall nächsten Donnerstag vorbei. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda, now good vibes, feel like a title.